Und nun Schecks Antikanon, damit Sie wissen, was Sie nicht lesen müssen. Alle Kunst und Kultur entstehen aus Vermischung. Sie sind ein Bastard, Produkt von Welten und Ideen im Zusammenstoß. Ergebnis von Verunreinigung, nicht von Reinheit. In Ostwald Spenglers geschichtsphilosophischem Werk Der Untergang des Abendlandes wird diese Erkenntnis auf den Kopf gestellt. Spengler sieht die Entstehung von Kunst und Kultur als Ergebnis von Blut und Boden. Ja, für ihn sind selbst die Naturwissenschaften von der Nationalität der Forscher determiniert. Oswald Spengler schreibt: Es gibt nicht erst seit Bacon, Descartes und Leibniz, sondern schon in der Scholastik eine deutsche, französische und englische Art, philosophisch zu denken. Und noch in der modernen Physik und Chemie sind die wissenschaftlichen Methoden, die Auswahl und Art der Experimente und Hypothesen, ihr gegenseitiges Verhältnis und ihre Bedeutung für Gang und Ziel der Forschung für jede Nation merklich verschieden. Deutsche und französische Frömmigkeit, englische und spanische Sitte, deutsche und englische Lebensgewohnheiten stehen sich so fern, dass das Innerste jeder fremden Nation für den Durchschnittsmenschen und damit die öffentliche Meinung der eigenen ein ständiges Geheimnis und die Quelle beständiger, folgenschwerer Irrtümer bleibt. Das Denken in historischen Gesetzmäßigkeiten ist ebenso verführerisch wie irreführend, wie schon Marx Engels absurder historischer Materialismus belegt. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg traf Oswald Spenglers 1200 Seitenwerk, dessen erster Band im September 1918, Band 2 1922 erschien, im besiegten Deutschland den Zeitgeist. Die über Jahrzehnte auf Militarismus und den Glauben an die eigene militärische und kulturelle Überlegenheit konditionierte Bevölkerung fremdelte in der Demokratie der Weimarer Republik. Oswald Spenglers Der Untergang des Abendlandes heute zu lesen, tröstet auf paradoxe Weise, denn sein grotesker Nationalismus führt vor Augen, dass es trotz aller berechtigten Skepsis doch so etwas wie einen Fortschritt im politischen Denken geben könnte. Oswald Spengler denkt in Kategorien von Blut und Boden, Rasse und Volk, Nation und Schicksal. Dennoch war Spengler kein Nazi. Allerdings Rassist, Chauvinist und Antisemit, der im Zusammenhang mit dem osteuropäischen Judentum von dessen Wirtsvölkern spricht und diese damit Parasiten gleichsetzt. Spengler hat mit seinem kulturkritischen Werk über den zwangsläufigen Aufstieg und Niedergang aller Hochkulturen ganz zweifellos dem Rassewahn und der völkischen Ideologie des Nationalsozialismus den Boden bereitet, nicht ohne Schaudern. Vernimmt man das Echo, das Oswald Spengler mit Der Untergang des Abendlandes in heutigen Einlassungen rechter Hetzer von der AfD oder der Werteunion findet.